So, moin Leute, willkommen zurück zu CSGO Overwatch. Ich sehe gerade noch nichts, weil es gerade am Laden ist. Wir sind schon wieder auf Inferno T-Side. Da steht siebte Runde 5 zu 1 für die Counter-Terrorists. Unser Suspect steht 4 zu 4 und ist damit erster im Team bei sich. Hat seine AK gekauft und long-tapped die Mitte oben halb flasht, aber das ist nichts Besonderes gewesen. Und geht hier down nach dem zweiten Headshot. Steht 6 zu 5. Immer noch erster vermutlich im Team. Bekommt die obligatorische Teamflash. Ne, jetzt zweiter ist im Team. Okay, er ist ein bisschen durch die Wand drauf, ne? Jetzt gucken wir uns mal in Ruhe an hier. Hat ja auch keine Angst, dass einer pusht. Spray Control war jetzt nicht so gut hier. Den hat er abgewartet, jetzt kommt keiner mehr von hinten, das weiß er. Sein Aim ist relativ schlecht, aber er weiß, wo die Gegner kommen. Also ich weiß nicht, ob da alles gecallt wird. Oder ob der hier wallhackt. Wer weiß das schon, aber da hätte er jetzt nicht gemollied, wenn da ein Gegner ihr wisst, was ich meine. Also wenn da ein Gegner gestanden hätte, hätte er auch gemollied, aber wenn ich das nicht weiß. Also wenn er weiß, dass er nicht da ist, warum sollte er mollien? Und jetzt die hübsche AK hier, die wunderschöne AK Redline. Mit dem GG-Sticker drauf. Ich habe letzte Folge darüber gesprochen, dass mein Main bald seinen Rang verliert, wenn ich mal wieder auf Main spiele. Mir ist auch aufgefallen, mein Main ist Level 16 Private Rank. Private Rank. Und meine Smurfs sind, glaube ich, 19 und 21 oder so. Also massiv höher. Den siehst du doch, Boy. Na, ist wieder down. Ah. Ein bisschen fishy ist der Boy schon hier, ne? Also. Aimt aber legit ab, das heißt, das letzte Mal können Calls gewesen. Ich hab darauf geachtet, ob hinter ihm einer down gegangen ist. Auf der Banane. Plant. I'm planting the bomb, my friend. Oh, das war schön reagiert. Hat aber auch ewig steppen gehört, den Typen da, den Boy. Guck mal, da kam die Diegel hinter ihm, Diegel hinter dir. Ne, vor ihm. Ach, das war der Typ vor ihm, okay. Der hat den Typen hinter ihm gediegelt, aber ihm nicht, okay. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Ich verstehe nichts. So, wir haben wieder den 3-2-Split bei den CTs. Er rennt die Fake mit hoch. Flasht seine Teammates. Macht hier das Low Aim auf Doom. Hat mal ganz schön runtergeballert, den Typen. Also, es macht keinen Spaß, dem zuzugucken. Oh mein Gott. Diese Reaktionszeit. Ich verstehe nicht, warum der reported wurde. Er hat zwar ein paar gute One-Clicks gedrückt da vorhin, also. Aber diese Reaktionszeit gerade ist ja ekelhaft. Seine eigene Redline? Hat er die selbst gekauft oder hat er keinen Skin? Haben wir nicht aufgepasst. Weil bisher hat er so einen übelsten Low-Skin gehabt auf der AK. Irgendwas Safari-Mesh oder so, aber das ist ein bisschen schlechter noch. Er hat da ziemlich rechtzeitig rüber geaimt. Ja, das looks a little suspicious. Und da soll er pusht gleich durch. Das Neto fliegen sehen, der steht in der Smoke, siehst du da. Warum guckt er da jetzt nach? Ah, will der verstecken oder? Ich verstehe das. Also, ich hätte nicht nach hinten geaimt jetzt. Ich hätte den Mate nach hinten aimen lassen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel Schuss er noch gerade hatte, aber warum lädt man in der Situation da diese Fälle nach? Okay. Das hat mich jetzt überrascht. Na, wo geht er hin? Ich habe keine Footsteps mehr. Scheiß Overwatch bei. Jetzt habe ich wieder Footsteps, okay. Overwatch buggt manchmal so krass rum, ne? Aber er macht sich überhaupt keine Sorgen jetzt. Ich meine, das ist noch ein Gegner mit einer Scout, von dem er weiß, dass er da ist. Du kannst nicht im Wasser planen.
Wo ist denn der Gegner? Der ist ganz auf A, oder? Ja, der kommt jetzt über Arch, also über den CT. Warum lädt er seine Arme so oft nach? Mann, du hast 10 Schuss. Jetzt geht er Close Range mit der Arme. Ich verstehe diesen Spieler nicht. Erstmal das Messer angucken. Okay, das war nicht schlecht. Der Gegner war halt mega schlecht. Oh, das könnte ein Smurf sein, wenn er so eine Scheiße baut. Wenn er, also der hat sein Mate erschossen. Die flächen sich die ganze Zeit gegenseitig. Das könnte ein Smurf sein. Aber warum sollten Smurfs so krass aufs Maul kriegen? Ich meine, 6-5, okay, aber. I don't get this. Zum Fick hat er den vorne erwischt. Das war schon ein bisschen sick. Ist ja auch komplett fearless wieder. Messer in der Hand. Da pusht keiner. Sicherlich nicht. Der war gecallt. Der leckt aber auch. Der Sparrow hat seinen Ping von 100. Oder ist der Cyclone, der so geleckt hat? Nein. Sparrow. 60er Ping. Eigentlich dürfte nicht lecken. Der Cyclone leckt nämlich 100er Ping. Jetzt spannen die Models wieder rum. Irgendwas konnte man tun. Ich hab vergessen was. Irgendwie Escape drücken oder so. Hilft das? Nein, buggen immer noch rum. Ich stehe jetzt. Aimt er da ab? Ich denke mal, aimt ab. Nicht durch die Wand drauf, oder? Das wäre ein bisschen lächerlich. Das wäre fast wie nur letzte Overwatch. Das wäre ja. Inferno, die neue Cheater-Map. Ne, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist ein Smurf. Ich bin ja. Ich kenne mich halt auch mit Cheats zu wenig aus. Ich sag mal so, die Hacker sind die besten Overwatcher, ne? Weil die halt wissen, wie es funktioniert. Es sieht bisher. Zweimal sah es unlegit aus. Einmal den Mate erschossen. Wenn sowas noch vorkommt, kriegt er auch ein Glyphing-Dings rein von mir, aber. Einmal kann passieren, dass er da abgeaimt hat. Und oh Gott, das war richtig schlecht von ihm. Das war. Du wirst sterben. Sie werden dich einkreisen und niederhanden. They're gonna hunt you down. Ich weiß noch nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aim that up. Da, du machst Geräusche. Du hättest die kneifen können. 30 Sekunden. Jetzt von hinten kommen können, die kneifen können, wenn du komplett durchgeschlichen wärst. Aber nein. Jetzt aimt er dich ab. Jetzt wirst du sterben. Cyclone oder Canary, welcher ist das? Der hesitated da aber auch ganz schön, ne? Das Kind ist Cyclone. No, sir. Bombe liegt down auf A-Short. Hat der gehört. 7 Sekunden. Warum geht der jetzt noch rein? Jetzt voll drücken. Der Toaster kommt doch nicht vor. Das verstehe ich wieder nicht. Der hat doch neben sich Scopen gehört, neben sich Nachladen gehört. Warum erschließt er ihn nicht? Also das muss schon Low-Level sein hier. Oder ein Vollidiot. Ränge heißen ja nichts mehr. Ich glaube, der Typ hat Wallhack. Aber ich kann es nicht beweisen. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie der sorglos rumrennt teilweise. Kennt ihr gerade so durch den CT ab? Das geht ins Gesicht. Der hat nicht kommen sehen. Ich weiß es nicht. Also, das hat er nicht gehabt. Und Aim Assist bin ich. Ich glaube nicht, dass der. Der hat teilweise schon knappe Schüsse abgegeben, aber ich habe keinen Beweis. Ich kann es nicht belegen. Und er hat einmal seinen Mate erschossen, aber ich werde das nicht als Griffing werten. Auch wenn er einmal seinen Team geflasht hat noch und so. Und ich tue mich schwer, weil er einmal durch die Wand drauf war ziemlich. Und auch. Aber.
Es ist nicht beyond the reasonable doubt und deswegen bin ich mir nicht sicher und muss uns hier leider denyen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.